Ja, wir haben natürlich in den ersten beiden Maßnahmen jetzt nicht so viel verändern können. Wir mussten ja auch erstmal irgendwie auch ein negatives Erlebnis haben, um einfach den Nährboden zu haben, um Kader was zu verändern. Wir haben eine gute Gruppe gefunden. Die Mannschaft hat sehr gut zueinander gefunden. Es sind gute, sehr gute Charaktere, die zueinander passen. Ich betone nochmal, das heißt nicht, dass die Spieler, die nicht mehr dabei sind, schlechte Charaktere sind, sondern es muss einfach zusammenpassen und jeder hat eine gewisse Rolle und du musst dich mit der Rolle auch identifizieren. Und das ist auch völlig menschlich, dass man im Club manchmal eine andere Rolle hat wie in der Nationalmannschaft und manche können das gut und manche weniger gut. Aber auch die Spieler, die jetzt bei der EM nicht dabei waren, sind alles gute Kerle und alles liebe Menschen. Nur du musst als Trainer einfach Entscheidungen treffen und versuchen, eine Mannschaft zu finden mit deinem Trainerteam, die einfach gut zueinander passt. Fußballerisch, finde ich, sind wir sehr dominant geworden. Unser Gegenpressing war auch während der EM schon auf dem Niveau von Manchester City, was die Zahlen angeht. Das ist so die Benchmark in Europa, was den Teil des Spiels angeht. Das machen wir sehr gut. Wir haben jetzt auch heute natürlich jetzt diesen klassischen Knipser nicht gehabt. Klar, Tim Klein ist seit letztes Jahr sehr viel Tore geschossen, ist dieses Jahr noch nicht so viel, aber hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Gute Körperlichkeiten. Trotzdem haben wir in vielen Situationen einfach durch spielerische Mittel Top-Chancen rausgespielt. Der Angriff über rechts, wo wir durchstecken, und den Rückpass auf Jamie, der dann noch geblockt wird. Auch bei dem Tor, wir haben die ersten 10 Minuten waren wir gefühlt nur im 16er bei den Niederlanden. Und wir verteidigen hoch, sehr gut. Auch tief sind wir geduldiger geworden. Wir haben immer noch viele Schritte zu gehen, das ist auch gut so. Aber wir haben dieses ständige Rausrennen aus der Position nicht mehr, weil wir in allen Positionen Ball gewinnen wollen, sondern wir sind ein bisschen ruhiger geworden, geduldiger, auch wenn wir mal nicht den ersten Ball kriegen. Das sind gute Schritte. Aber es geht immer darum, Fußball das wieder zu machen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Pause auf Nationalmannschaftsebene. Die Jungs spielen alle. Hoffe, dass schnell die Verletzten zurückkommen. Und dann ist auch gut, dass wir jetzt aus der, sag mal, zweiten Reihe ein neues Personal dazugewonnen haben, die auch den Konkurrenzkampf extrem hochhalten, weil jetzt jeder weiß, ich kann mich nicht ausruhen mit Leistungen im Club, weil Spieler, die vielleicht noch nicht auf dem Zettel waren, hinten dran sind und eine gute Alternative darstellen. Und das, glaube ich, befeuert die Leistung. Nagelsmann, ich würde gerne noch mal zu Jamie Leveling fragen, der das Tor geschossen hat, gefeiert worden ist von den Zuschauern. Wie lange haben Sie ihn schon auf dem Zettel und stimmt es, dass er tatsächlich erst kurz vorm Spiel erfahren hat, dass er spielt? Ja, heute früh bei der Standardsitzung hat er es erfahren. Das ist Definitionssache, was kurz vorm Spiel ist. Es war um 10.30 Uhr, 10.40 Uhr war Standardsitzung, also schon noch ein bisschen hin bis 20.45 Uhr. Ja, wir haben ihn schon länger auf dem Zettel, aber wahrscheinlich, wenn jetzt alle gesund gewesen wären, wäre er nicht dabei gewesen. Das kann ich auch so offen sagen. Und es war auch am Ende eine ganz knappe Entscheidung, dass er mitfährt. Er hat letztes Jahr beim VfB gut gespielt, aber noch nicht so diese Dominanz gehabt, die er jetzt hat. Da hat Chris Führig deutlich mehr gespielt. Jetzt spielt er mehr wie Chris aktuell. Im Training hat man es jetzt noch nicht so wahrgenommen, weil wir natürlich auch wenig Training hatten. Haben wir auch gestern das Feedback so gegeben, dass er diese Energie, die er beim VfB ins Spiel bringt, auch bei uns ins Spiel bringen darf, auch wenn er jetzt einen Status hat, der ein anderer ist als im Club. Und heute hat er nicht nur das Tor, sondern er hatte echt viele sehr schwere Situationen zu lösen, mit viel Gegnerdruck im Rücken. Hat das mit einer sehr, sehr guten Körperlichkeit gelöst. Er hat genau die Energie eben auf dem Platz, die wir brauchen. Und hat tatsächlich ein außergewöhnlich gutes Debüt gegeben. Das ist natürlich von außen, aus Fansicht, sind die Dinge, bleiben einem im Gedächtnis wie ein Tor oder die Abschlüsse oder die fast Torvorlage. Aber er hatte echt in der zweiten Halbzeit 6-7 Situationen, die extrem schwer zu lösen waren, mit 2 Gegnern im Rücken, fast am 16er angespielt, die er wirklich gut gelöst hat. Und hat er dann schon, hat einfach durch die Aktion sehr viele Offensiv-Umschaltaktionen aus dem eigenen Ballbesitz eingeleitet. Und habe ihn einfach beglückwünscht. Ist ja auch ein junger Kerl, ich glaube 23, wenn mich nicht alles täuscht. Also spielt jetzt auch nicht mal so kurz weg. Der hat jetzt noch nicht 10 Jahre bei Topverein. Der führt Union Berlin jetzt 1 Jahr ein bisschen was beim VfB. Also das ist jetzt schon noch ein Karriereverlauf, der nicht ganz normal ist. Und das hat er sehr gut gemacht. Herr Nagelsmann, Sie haben ja jetzt schon ein paar Erkenntnisse erwähnt. Aber wenn Sie nochmal auf diesen Lehrgang jetzt zurückblicken, was sind denn da nochmal, vielleicht nochmal zusammengefasst, so diese 2, 3 Haupterkenntnisse, wo Sie sagen, das sind die, die Ihnen nochmal richtig Power geben, auch mit Blick auf den dritten Lehrgang. Und wie geht es denn Flo Wirtz? War das eine verletzungsbedingte Auswechslung? Wir haben natürlich heute in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wenn wir in einem Turnier dann der Gegner so viel umstellt, dann werden wir schneller eine Lösung finden müssen, wenn wir das Spiel nicht so je nach Ergebnissituation
Jetzt heute hätten wir auch entspannt sagen können, wir wollen unentschieden spielen, nachdem der Gegner umgestellt hat und die Wege weiter wurden. Aber wir haben im Trainerteam einfach uns Gedanken gemacht und gesagt, wir wollen nicht, dass das Spiel jetzt hier hinplätschert, sondern wir wollen den Zuschauern auch was bieten und riskieren noch mal ein bisschen was. Ja, das ist natürlich dann im Turnier immer ein bisschen abhängig von der Situation, aber da werden wir weiter dran feilen, dass wir auch über kurze Wege dann schnell was anpassen können, wenn der Gegner was anderes macht. Was heute viel besser war als gegen Bosnien war, dass wir auch in der Druckphase des Gegners unsere Struktur behalten haben. Ja, das war gegen Bosnien nicht so in der zweiten Halbzeit. Da war es so ab der 60. sehr viel Harakiri, viele verschiedene Positionen, weil auch viele Debütanten dabei waren, die natürlich dann automatisch bei Drucksituationen so ein bisschen in ihre Muster im Club zurückfallen. Jetzt waren wir zwei Besprechungen weiter. Und wenn ich jetzt Tim nehme, hat er heute in 9 von 10 Fällen immer die richtige Position. Gegen Bosnien waren es 6 von 10 Fällen. Und so sind es kleine Schritte, die wir gehen, mit sehr wenig Training, mehr Besprechungen. Aber es haben wir gut gemacht und das müssen wir im nächsten Lehrgang genauso machen. Dann und Flo hat, wir wissen es noch nicht, der kriegt morgen eine Diagnostik hier. Hat so ein bisschen Innenbandprobleme im Sprunggelenk, irgendwie im Rasen hängen geblieben. Aber müssen wir morgen abwarten, was die Bilder hergeben. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Oliver Baumann war jetzt schon so lange Teil der Nationalmannschaft, ohne aber offiziell auch Nationalspieler zu sein. Heute hat er jetzt endlich sein erstes Spiel, hat eigentlich alles gehalten, was ihm die Holländer angeboten haben und dann in der letzten Minute noch diese Sensationsparade. Was sagen Sie generell jetzt zu seinem Debüt auch und auch, dass er dann so einen entscheidenden Anteil am Sieg hatte? Vielen Dank. Ja, ich glaube, die Mannschaft hat die Antwort gegeben. Sie haben ihn gerade sehr gefeiert für sein Debüt in der Kabine. Ich finde, sehr, sehr gut. Extrem gut mit Ball, gute Ruhe. Keine verrückten Sachen gemacht, aber sich auch was getraut. Gute Position beim tiefen Ball auf Gakpo in der ersten Halbzeit, den er dann drüber legt, auf Josh, dass wir sofort wieder nach vorne gehen können. Den Ball von Daniel Mahlen, den musste er erstmal halten. Das war schon ein Flatterball, der auch extrem an Höhe gewinnt. Und das mit einer Hand, mit beiden kommt er nicht hin, weil die Distanz dann so groß ist. Macht er schon sehr, sehr gut. Den musste er erstmal halten. Macht es gut auch bei Hoffenheim. Das ist einfach ein sehr angenehmer Mensch und jetzt, das hat man auch jetzt gemerkt in der Mannschaft, dass sie das, sich auch für ihn gefreut haben. Er hat ja auch ein paar Tränchen, glaube ich, in den Augen, weil es für ihn schon, kriegen ja alle eine Medaille, wenn sie ihr Debüt feiern und seine ist schon 4 Jahre im Koffer. Und jetzt hat er sie endlich zu Hause, also noch nicht zu Hause, aber er nimmt sie jetzt mit und hat sie dann zu Hause verdientermaßen. Er hat das Spiel gegen Holland bekommen, der vermeintlich stärkere Gegner. Du hast jetzt auch Nübel gesehen. Wird es jetzt so weitergehen? Wirst du weiter rotieren? Wirst du beide testen? Oder war das schon aussagekräftig, dass du sagst, er hat das, den vermeintlich stärkeren Gegner bekommen und du hast eine Hierarchie, er ist momentan die 1? Nee, ich entscheide es A nicht alleine, weil ich habe einen Torwarttrainer, der das generell entscheidet und auch entscheiden darf. Ich versuche schon allen meinen Staff-Mitgliedern entsprechend ihrer Berufsbezeichnung auch eine gewichtige Rolle zu geben. Ich habe schon immer eine Meinung zu den Torhütern, die aber eher auf fußballerischer Natur basiert und so ein bisschen Teamgefüge. Die aktuelle Saison ist Olli ein Tick stärker wie Alex. Ja, und haben beide sehr gute Spiele gemacht. Beide haben mit Ball sehr viel gute Lösungen gehabt. Und ich versuche vieles gut zu machen, aber hell sehen kann ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Performance in den nächsten 3-4 Wochen aussieht. Bei den beiden, wir haben ja noch ein paar andere Torhüter auch auf dem Zettel, die unter Umständen in Frage kommen. Aber es kann auch sein, dass es weitergeht. Wie gesagt, da haben wir uns jetzt noch nicht entschieden. Sind wir erstmal froh, dass beide sehr gute Spiele gemacht haben, dass das Torwart-Thema auch medial ein bisschen runtergekocht wird. Dann kann vor allem der Krone auch wieder ein bisschen besser schlafen. Und das ist auch wichtig für ihn. Vielleicht können Sie noch ein Wort zur Verabschiedung vor dem Spiel sagen. Wie haben Sie die empfunden, auch die Choreo der Fans? Und Thomas Müller wusste noch nicht genau, ob es nachher eine Party wird oder so ein Zusammentreffen von alten Herren. Wie ist so die Stimmung in der Mannschaft? Wollen die zurück zu ihren Vereinen direkt oder noch ein bisschen hierbleiben? Ja, die Choreo war sehr schön, finde ich. Auch die Stimmung war gut. Klar, das sind ja auch extrem verdiente Spieler, die tolle Erfolge gefeiert haben. Und ich glaube, es war schön für die drei. Ich fand es auch schön, was ich mitgekriegt habe. Ich war natürlich ein bisschen auch in der Spielvorbereitung gewesen. Ist dann vielleicht nicht ganz so ausgelassen von meiner Seite. Hat aber nichts mit den drei zu tun, sondern weil wir danach noch einen Job zu erledigen hatten. Es wird sicherlich eine kleine Party, aber jetzt nicht übertrieben, weil die Jungs spielen ja auch am Wochenende wieder. Und es ist jetzt Montagabend und wird dann schon sehr spät. Und die müssen morgen noch zurück und haben auch verantwortungsvolle Aufgaben vor der Brust. Ob es jetzt ein Zusammenkommen von alten Herren ist, wäre ja auch okay, ist jetzt auch nichts Verwerfliches drin. Wie viel Zukunft haben Sie heute im Zentrum mit Pavlovic und Stiller schon gesehen?
Ja, ich will die Leistung von Pascal und auch Rob nicht schmälern. Von dem her gehört denen sicherlich auch die Zukunft mit. Aber wir müssen natürlich auch so ein bisschen auf die Altersstruktur der Gruppe schauen. Das ist einfach so. Wir haben erst in 2 Jahren, Anführungszeichen, WM. Und wir müssen gucken, dass wir uns in der Aktualität entwickeln, um dann auch bei der WM eine gute Rolle spielen zu können. Oder erstmal bei der WM-Quali und dann bei der WM hoffentlich eine gute Rolle spielen zu können. Deswegen ist die Aktualität immer wichtig. Aber wir müssen auch ein bisschen schauen, dass wir natürlich jetzt nicht alles nur auf Spieler setzen, die vielleicht dann 35 sind bei der WM. Ich wünsche es allen, die jetzt 33 sind, dann 35, dass sie spielen können und dass sie ihre Performance halten. Aber trotzdem muss ich als Trainer, das ist meine Verantwortung, auch ein bisschen weiter planen und anders planen. Und die haben es beide sehr gut gemacht, auch defensiv gut. Ja, sie haben auch mal das eine oder andere Abspielfehler gehabt, aber das will ich auch, dass sie Dinge auch probieren. Ja, das zeichnet die beiden ja auch aus, dass sie jeden Ball wollen und dass sie was riskieren. Und war schon gut. Herr Nagelsmann, Sie haben so viele Stuttgarter im Moment dabei. Ist Sebastian Hoeneß fast so eine Art Co-Trainer für Sie inzwischen? Och, das wäre, glaube ich, despektierlich ihm gegenüber. Ja, ich hoffe, dass der VfB auch wieder noch einen ergebnistechnischen Tick besser in die Spur kommt, weil es einfach wichtig ist für die Spieler. Sie haben, ja, ich finde, dass sie schon viel Vertrauen mitbringen. Und ich glaube, heute hat man auch ein gutes Pärchen wieder gesehen mit Maxi, wo es mich extrem freut, dass er nach einer sehr schwierigen Anfangsphase in der Saison, sowohl die letzten 3 Spiele beim VfB, klar, der eine Fehler, der war ärgerlich, aber generell wieder super Schritte gemacht hat. Und bei uns heute, finde ich, auch wieder super gespielt. Auch gegen Bosnien schon super verteidigt, super gespielt. Und dann hat man das gute Zusammenspiel auch mit Jamie davor gesehen. Ja, ich glaube, dass er sehr viel richtig macht, der Sebastian in Stuttgart, weil die Spieler alle gut ausgebildet herkommen. Und wir brauchen jeden Vereinstrainer. Also ich kann das Ding hier nicht wuppen. Das ist amtlich. Also ich brauche jeden Trainer, der gute Ideen hat und die Spieler gut ausbildet. Und ich versuche dann so ein bisschen vielleicht noch was oben drauf zu setzen. Aber wenn ich es jetzt in Prozentzahlen ausdrücke, weiß nicht, ich will meinen Job nicht schmälern, aber der ganz große Teil des Jobs, der wird im Verein gemacht. Und das macht Sebastian wie alle anderen auch sehr gut.